So schützt du dich vor Verbrechern, wirst kreativer und findest Funklöcher. Das alles und noch mehr jetzt in diesem Video. Platz 12. Wenn du möchtest, dass jemand in der Schule oder auf der Arbeit etwas für dich erledigt, frage niemals, kannst du das für mich machen, sondern lieber, kannst du mir zeigen, wie das geht? Dadurch wirkst du nicht gleich wie ein Faulpelz und lernst im besten Fall noch was dazu. Nummer 11. Du kannst nicht pfeifen, möchtest es aber lernen? Dann flüstere mehrmals den Buchstaben Q, während du die Form deiner Lippen veränderst und die Stärke deiner Puste variierst. In wenigen Minuten solltest du in der Lage sein zu pfeifen. Platz 10. Bist du unkreativ und weißt oft nicht, wie es weitergeht? Dann fahr mal wieder in den Urlaub, denn durch Reisen wird man tatsächlich kreativer und man steigert seine Fähigkeit, Probleme zu lösen. Und Platz 9 kennt vielleicht schon ein paar von euch. Hast du viele T-Shirts mit aufgedruckten Motiven? Dann drehe sie immer nach innen, bevor du sie in die Wäsche schmeißt. Dadurch bleiben die Aufdrucke länger erhalten. Nummer 8. Möchtest du eine Wohnung mieten? Dann ist das hier wahrscheinlich einer der wichtigsten Tipps für unsere heutige Zeit. Sage bei einer Besichtigung, dass du kurz jemanden anrufen musst. Bewege dich dann durch die Wohnung und schaue dabei auf dein Handy, wie das Netz für Telefon und Internet ist und rufe dann jemanden an. Danach solltest du dir ziemlich sicher sein, ob es in der Wohnung Funklöcher gibt. Platz 7. Wenn du mal wieder Rosen kaufst, zum Beispiel zum Valentinstag, drücke die Knospe beim am weitesten geöffneten Punkt zusammen. Dadurch erfährst du, wie frisch die Rose ist. Umso fester die Knospe, umso frischer die Rose. Nummer 6. Du bist zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen und möchtest das mögliche Gehalt erfahren, ohne zu fragen? Dann suche vorher im Internet nach dem Durchschnittsgehalt für deine Branche und deine Position und das gibt dir dann zumindest einen Anhaltspunkt. Platz 5. Noch ein Trick fürs Mieten von Wohnungen. Mache immer Fotos von der Wohnung an dem Tag des Einzugs und an dem Tag des Auszugs. Das rettet dir vielleicht die Kaution, wenn dir irgendein Vermieter eine Schramme anhängen will. Und die Top 4. Wenn du in einem Haus wohnst und deine Mülltonne davor steht, befülle sie nie so, dass Verpackungen von teuren elektronischen Geräten aus ihr herausgucken. Das kann unter Umständen Verbrecher anlocken. Nummer 3. Suche dir bei einem Konzert immer einen Platz, der möglichst nah am Toningenieur ist. Dadurch kriegst du den besten Sound. Außerdem braucht dieser meistens eine freie Sicht auf die Bühne. Die Aussicht sollte also auch nicht schlecht sein. Platz 2. Möchtest du dein Handy schützen? Dann sind hier die 20 am schnellsten zu erratenden PIN-Codes. Wenn du einen davon hast, ändere ihn am besten so schnell es geht. Und auf Platz 1. Wenn du einen Text nochmal zum Überprüfen durchliest, verändere die Schriftart in eine, die du nicht magst. Dadurch wirst du den Text kritischer lesen und Fehler viel besser finden können. Vielleicht hat euch ja der ein oder andere Hack geholfen, dann lasst natürlich gerne einen Daumen da. Wir freuen uns drüber. Ansonsten bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.